Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun im Mittwoch, den 20.05.2020, damit den letzten Handelstag vor Feiertag und vor Brückentag. Das sollte man auch nochmal ein bisschen zur Kenntnis nehmen, zur Beachtung mitnehmen. Am 21.05. ist dann entsprechend Feiertag. So, unser DAX, ja. Jetzt bist es cool, oder? Wo sind die Käufer? Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die man sich jetzt hier stellen muss. Denn gesehen haben wir nicht viele. Also zum Dienstag, das war jetzt hier, ja, das war jetzt hier eher nichts auf Käuferseite. Man muss allerdings auch sagen, wir wollten hier unten so den Bereich um 39, 5, 8, 85 sehen. Wir haben gesagt, wir gehen davon aus, dass er nicht komplett wieder runterrollt, weil das alle erwarten. Ne, weil die Erwartungshaltung viel zu stark ist, weil jetzt alle das kommen sehen. Ich muss aber sagen, dass selbst dafür er eigentlich sogar relativ weit runtergekommen ist. Also auch wenn wir überlegen, was wir im Dienst gestern geschrieben haben, da haben wir auch am Abend nochmal viele gefragt gehabt, naja, was glaubst du, wie verhält das sich? Da haben wir auch gesagt, naja, typischerweise hackt er einen Tag nochmal, also am nächsten Tag nochmal einmal kurz übers Hoch drüber, rollt dann zurück und geht dann in die Korrektur rein. Genau das hat er gemacht halt. Ne? Auch jetzt zum Abend hin hat er sich eigentlich schön dran gehalten. Auch hier die 1, die 10,39, also das hat eigentlich vieles gepasst, so muss man schon sagen. Also ich bin positiv wirklich überrascht vom DAX gewesen, wie gut er sich hier technisch dran gehalten hat, weil das nicht hätte sein müssen. Von der Bewegung, die wir jetzt hier haben, würde ich jetzt schon davon ausgehen, also er ist ja hier von 39 nochmal hoch auf die 11.100 gelaufen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das gleich zum Mittwoch tatsächlich nochmal sehen. Wir müssen aber zum Mittwoch vorsichtiger werden, denn wir haben jetzt hier so einen Anlauftag gehabt. Sollte der jetzt zum Mittwoch hier unten durchblödeln, fällt ihm dann ein bisschen das auf die Füße, was er die ganze Zeit halt eben hier, was wir gestern schon gesagt haben, er hat halt keine brauchbaren Rücklaufmarken. Es gibt halt nichts, ne? Das kann ihm echt auf die Füße fallen, dass er dann wirklich auch tiefer durchgereicht wird und dann würde ich schon auch im Bereich um 6,30 hier mal ins Rennen werfen. Die 7,50 ist ganz interessant, 7,50, 7,30, auch die 6,30, ja, durchaus die 6,30 hier unten eben vielleicht gar kein Gap Close unten einmal an das Tief dran. Ja, und dann, Freunde, wenn er so dann in verlängertes Wochenende reingeht, beziehungsweise in den Brückentag, da wird nicht mehr viel passieren dann. Das wäre eine ordentliche Klatsche für alle, die hier positiv reingesprungen sind jetzt, die sich von diesem Kursfeuerwerk von den 6% da andocken lassen haben. Also, wir haben auch überlegt im Dienst, also gerade, wir haben auch ein paar Aktien da in unserer Watchlist drinnen, ne, die wir immer ein bisschen mit beobachten, wenn wir mal gucken, auch Wirecard haben wir schon echt lange jetzt im Visier und auch da jeden Tag jetzt wieder gesagt, okay, was muss sie machen, damit wir kaufen? Was muss sie machen, damit wir kaufen? Und sie macht es nicht, ne? Also, das ist momentan ein schmaler Grat, wo ich auch selber so sage, das ist für mich wirklich ein Punkt, wo viele Aktien, also wirklich viele Aktien an einem Punkt stehen, wo ich sage, also wenn die sich hier gehalten kriegen und schön aufdrehen, dann laufen die von hier auch nicht bloß eine Woche nach oben. Das sind so Punkte, auch DAX-Titel, wirklich auch viele DAX-Titel, wirklich auch mal so 2, 3, 4, 5, 6, vielleicht sogar eher 7, 8 Wochen nach oben durchziehen können, so von der Lage, wenn es denen gelingt, dort aufzudrehen. Deswegen bin ich auch oberhalb, wir gucken gleich im Tagesschart auch nochmal, werde ich das auch nochmal ein bisschen mehr betonen, was eigentlich passieren kann, wenn der sich hier wirklich gut rausgedreht kriegt und nach oben auftritt. Ne? Also das ist eine gute Ausgangssituation. Wir haben einen richtig schönen Impuls gekriegt, aber er muss ihn verwandeln. Wenn er das versaut, wenn er das nicht hinkriegt, der kriegt so eins auf die Mütze, das glauben sie nicht. Wenn es den unten jetzt wieder rauslegt, dann hat er drei Versuche oben raus, drei gescheitert. Die zerhauen den, ehrlich. Dann machen wir nicht nur die 9,5 unten zu, dann machen wir auch das Gap bei 8.800 noch zu, weil dann kriegt er richtig auf die Nase. Also wenn er aus der Situation nicht oben rauskommt, dann das wäre ein Versagen. Das wäre technisch gesehen Katastrophe. Da können Sie sich jetzt schon mal drauf einstellen, wenn der hier drunter geht, unter die Tiefs, unter die 10.000, dass sie dann nicht anfangen, NOM zu suchen. Weil das kann echt böse, das kann dann richtig ins Auge gehen, weil der kann da durchziehen. Dann springt er da so durch, wie er das im März gemacht hat. Also da wirklich ein bisschen achtsam sein, ein bisschen aufpassen. Der Markt hat jetzt viel eingepreist, dass auch eine Erholung ist, dass die Lockerungen kommen. Es ist nicht auszuschließen, dass der Markt jetzt anfängt, vielleicht einzupreisen,
dass wieder Lockerungen weggenommen werden. Ja, in China haben wir schon die erste Stadt gesehen, die wieder abgeriegelt wurde jetzt halt. Ne? Also es kann durchaus sein, dass der Markt anfängt, langsam auch wieder ein bisschen negative Erwartungshaltung einzupreisen. Dass er anfängt einzupreisen, ja, ja, jetzt steigen vielleicht die Infektionsketten, dann rudern alle wieder zurück, machen wieder die Restaurants zu, machen die Hotels wieder zu, sperren wieder die Flughäfen. Ne? Also wir haben noch keinen Impfstoff. Also ich will jetzt hier nicht das Böse, den Teufel an die Wand malen, sagt man, ne? Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, ich möchte ihm bloß sagen, dass das ist der Freifahrtschein für den DAX oben raus. Wenn der den nicht nutzt, dann kriegt der auf die Nase, dann auf die Fresse, wirklich, muss man so sagen. Der kriegt Probleme, also der kriegt dann richtig eins ab, wenn er das nicht verwandelt kriegt. Solange er aber noch nicht gescheitert ist, im Zweifel für den Angeklagten, ne? Und dann muss er muss erst beweisen, dass er der absolut größte Versager ist, den die Menschheit je gesehen hat, indem er das hier kaputt macht, nach unten. Solange er das nicht macht und nicht komplett wegschmiert und sich zum Beispiel zum Mittwoch hier unten fängt, müssen wir im Zweifel einplanen, dass er den Impuls fortführen kann und nach oben auftritt. Hoch auf die 11.550 und wir gucken gleich noch in den Tageschart auch höher. Ne? Durchaus Bereiche 11.800, 12.200, da oben die zwei Tage lang, das sind alles Bereiche, die erreichbar sind. Nicht heute, nicht morgen, aber über die nächsten Wochen. Ja, so, und jetzt gucken wir erstmal, wir haben jetzt hier einen Bereich um 8.50 rum, 8.30, hier kommt jetzt das mittlere Band, 8.70, ne, hier kommt das mittlere Band, hier kommt der Supertrend, das ist eine kleine Unterstützung, das wäre super bullisch. Also das wäre die super bullische Variante, wenn er sich über diesen Bereich, vielleicht sogar auch gar nicht, erst ohne hier unten reinzustechen, aber so wie er jetzt zum Abend hin gelaufen ist, vermute ich fast, dass wir nochmal einen Tief unter den Dienstag kriegen zum Mittwoch. Und wenn er sich aufgedreht kriegt, einen schwachen Dienstagsstart hat, sich zeitig fängt, sich schon gegen, ich sag mal 10.15 Uhr, 10.30 Uhr spätestens das Tief gegönnt hat und dann auftritt, kann er den ganzen Nachmittag, den ganzen Abend nach oben durchziehen. Ja? Wir machen das, dann verstehen Sie es besser. Machen wir es so. Ja, dann kann er die ganze Zeit durchdrehen, wenn er sich hier unten gut gefangen kriegt. Ja, nehmen wir das auch nochmal mit hin. Haben Sie ein bisschen Vorstellung, bis wohin der ganze Spaß dann gehen kann. So, das, wenn der DAX sich hier unten aufgetreten. Ich fühle mich mit so langen Pfeilen nicht so wohl. Aber wir machen es mal so. Also, wenn er sich hier unten aufgetreten kriegt, Bereich 8,70, das wäre das bulligste Szenario, was er machen kann. Dann hat er hier eine schöne ABC gemacht. Nachdem man eine 1, 2, 3, wäre das dann die 4 und dann 5 und Feuer frei, das wäre bullig. Geht er tiefer, wird es kritischer. Dann haben wir die 57. Die 57 wird nun zum Mittwoch keine völlige Umkehr mehr bringen. Das wird dann was über den Freitag ausgeklaspert werden muss. Wird auch wahrscheinlich sehr starkes Seitwärts werden. Dann erstmal wieder an die 39 von unten. Die 11.100 wird dann eine ganz schöne Brechermarke. Also umso tiefer er jetzt geht, ne? Die 57 zum Beispiel, die wäre jetzt eher mehr schlecht. Wäre noch kein K.O.-Kriterium, von dort könnte sich auch wieder hochrappeln, aber das dauert dann einfach länger. Und geht er aber auch unter 57, dann wird es schon langsam brüchig, weil dann kommt hier die 6.30, ne, hier dieser Beginn, auch dieses Open, das Tief haben wir hier gehabt, 6.15, 6.30, sollten Sie sich auf den Zettel schreiben, wenn die 57 nicht hält, wenn die 8.40 hier nicht hält, ne. Auch das ist ein Bereich, von dem kann er sich wieder hochdrehen, aber wenn er hierhin geht, ich würde dann fast denken, dann läuft er hier hoch und dann macht es. Dann macht es kaputt. Ja, dann läuft er hier unten rein, dann läuft er nochmal hoch und dann kommt er nächste Woche hier nochmal runter. Dann geht nochmal auf die 4,30, macht das Gap bei 45 zu und dann dümpelt er sich hier unten ein und macht das nach unten kaputt. Also das wird ihm dann zuzutrauen sein. Ich glaube, wenn er es oben raus, dann muss es direkt machen. Entweder eben hier aus dieser Stelle rum, 8,60, 8,30 oder gar direkt das Ding umdrehen und wieder hoch. Aber er darf jetzt nicht viel verlieren, sonst macht er sich den Impuls kaputt. Und nicht nach unten. Er muss ja auf dem Niveau hoch bleiben. Dann ist die Zeit egal. Bleibt hier oben, ist die Zeit egal. Dann kann er sich bis Freitag Zeit nehmen und oben rausschlagen. Aber wenn es zu tief geht, das ist halt der DAX. Ne? Also wäre das ein Nasdaq oder so, müsste man das anders analysieren. Aber der DAX ist von Grund auf ein kleiner Grundversager halt, ne? Also wenn er eine Chance kriegt, irgendwas zu vermasseln, dann vermasselt das. Das ist immer so der eine Typ, der mit dem einen Fuß im Eimer steht und in dem Eimer ist halt so Hundeart drin, ne? Also deswegen, wir müssen unserem DAX
Wenn er anfängt zu versagen, müssen wir ihm halt auch wirklich mehr Platz geben, weil er das halt einfach zu oft macht halt, ne? Der ist nicht der Typ, der versagt und am nächsten Tag positiv überrascht. Das ist eher der Typ, der kommt aus der Überraschung raus, der braucht, um positiv zu überzeugen, braucht er immer seine Gaps halt, ne? Er braucht Schwung, er muss Überraschungsmoment entwickeln, dann kommt er gut oben raus, dann kann er auch Leistung zeigen, dann kann er auch durchdrücken. Aber die kriegt er nicht, wenn er jetzt hier unten zu tief kommt. Das kriegt er nicht hin. Es sind wieder viel zu viele Private dann drinnen, die da rumfummeln, die dann long wollen, die haut's alle unten raus. Dann, das sehe ich jetzt schon kommen. Ne, also deswegen am besten hier oben die Drehung, alles hier oberhalb halten, das wäre positiv, das wäre auch noch Richtung 11.500 der Runde, wäre ich kritischer. Die 57 ist für mich eine gute Marke, wird aber diese Woche nicht mehr zu neuen Hochs führen können und geht auf 6.30, super Reaktionsmarke, kann man sich ein paar Punkte nach oben rausgönnen, aber wahrscheinlich dann eben nicht mehr auf 11.500, sondern noch kurz Richtung 39 und dann ab Richtung 34. Okay? Damit haben wir das Bild eigentlich ganz gut in den Kasten gekriegt. Relativ klare Zielvorstellung. Ich habe sie im Kopf. Ich hoffe, Sie haben sie verstanden. Manchmal ist das so. Ich sehe ihn total klar. Ich erzähle was. Die Leute stellen mir Fragen, wo ich sage, na, hä? Deswegen, also ich hoffe, ich habe es gut erklärt. Also ich habe es zumindest wirklich relativ klar vor Augen. Und, ja, ich hoffe, dass es so rübergekommen. Gut, dann haben wir hier oben das Ding. Wir sind in unserer Verkaufszone wieder eingeschlagen, sind von dort nach unten reagiert. Das ist jetzt erstmal keine Katastrophe. Die Tageskasse sieht allerdings jetzt nicht unbedingt von Optimismus geprägt. Das Ding muss nichts heißen. Ein kurzes Doji daneben kriegt da auch noch eine nach oben. Deswegen auch hier aus dem Tageschart raus bestätigt eigentlich alles das, was wir unten gesehen haben. Hält er sich hier oben? Gute Chancen, geht er tiefer. Sehen wir auch hier mittleres Band. Auch 6,30, schauen Sie mal. Ja, danke. Puh. Puh. Will er uns jetzt hier echt zum Mittwoch 300 Punkte nach unten? Das wär richtig rotzfrech. Es haben sich so viele gefreut. Ich habe es gesehen bei Facebook. Es sind so viele, ja, richtig. Also, ich fand es ja schon niedlich, wie viele rausgebrochen sind, emotional aus sich rausgebrochen sind, die geschrien haben: Haha, ihr Bären, was erzählt ihr die ganze Zeit von Rezession, von zweiter Welle? Haha, guckt, 6%, das ist Bullenmarkt, das sind die Notenbanken. Ne, sowas habe ich gelesen. So richtig, da hast du richtig gemerkt, die haben sich die ganzen letzten Wochen richtig scheiße gefühlt. Ne, positiv dagegen zu reden und das fällt nur. Wenn man so rausplatzt aus sich, wenn es dann gut läuft, dann ging es einem vorher nicht gut. Das ist einfach so. Das ist Psychologie. So, und wenn die jetzt wieder einen Stress kriegen und dann auch noch neue Tiefs, also ich glaube, dann ist bei vielen auch die Hemmschwelle nicht mehr groß, dass die dann wirklich auch mal Knöpfchen drücken und dann Druck auf dem Markt auch ausüben, hier Positionen weggeben. Also, spannende Situation, so aufregend wie noch nie. Best unbezahlbares Fernsehen, was wir hier jeden Tag kostenlos kriegen, sofern sie nicht mehr Geld reinwerfen, als sie an die GEZ bezahlen. Wobei das wahrscheinlich gut, kann jeder für sich selber auslegen. Okay, also Fakt ist, wir sind hier reingelaufen. Grundsätzlich, ich würde ihm den Raum nach oben geben. Wir bleiben auch dabei. Die Grenze ist nicht hier oben bei 4,30 begrenzt. Der kann auch höher. Der kann auch 11.800, 11.200 noch machen. Fakt ist, wir brauchen hier oben ein Umdenken. Wir brauchen nicht bloß einen emotionalen Auswurf von allen, die an steigende Kurse glauben. Wir brauchen auch ein Entfernen der Zuversicht von denen, die die Abwärtswelle wollen. Das sind noch zu viel, sind mir noch zu viele dabei, die den halt richtig verprügelt sehen wollen, den DAX. Ich meine, manche haben vielleicht so eine masochistische Ader an sich, aber das sind für meinen Geschmack noch zu viele. Bei uns haben einige im Chat jetzt die letzten Tage gesagt, sie glauben nicht mehr, dass der DAX überhaupt die 8000 nochmal von unten sieht. Davon will ich noch mehr lesen. Also, wenn das wirklich so die allherrschende Meinung ist, dann kriegen wir unsere Abwärtswelle. Aber so wird es schwer, wenn da zu viele sehen wollen und sich hier viele in den Longs noch unwohl fühlen. Das ist auch rein auf Sentiment-Basis, ist das noch keine gute Ausgangslage, um richtig nach unten durchzuziehen halt. Das ist eine Ausgangslage, um vielleicht nochmal hier so einen Schlenker zu machen und dann nach oben. Aber es ist keine Ausgangslage, um von hier nach hier unten zu kommen. Dafür müssen die Leute positiver denken. Ja, das ist ganz wichtig, beobachten Sie das. Das ist viel wert. Da lachen mich immer viele aus. Also, ich kann es nochmal versuchen zu erklären, aber ich lasse mich da nicht für auslachen. Ich finde, das ist das Einfachste, was man machen kann. Andere Leute beobachten, die emotional reagieren. Das ist der beste Indikator, den Sie finden. Da können Sie die Stochastik in die Tonne kloppen.
Dann können Sie die 200-Tage-Linien aus dem Chart schmeißen, gucken Sie sich Leute an, die emotional reagieren, beobachten Sie die. Das ist viel, 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 viel mehr wert als alles, was Sie irgendwo in den Chart reinziehen. Das ist wirklich so. Das ist einfach so. Gucken Sie doch mal, was war denn hier? Hier oben haben Sie alle gerufen, ah, es ist nur ein Schnupfen, total übertrieben halt, ne? Die ganze Zeit long gegen gehalten, oh, übertrieben, 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 muss doch mal drehen. Wo haben alle angefangen, Short zu suchen? Hier unten. Da wollten plötzlich alle 8000, 7500 sehen. Nur deswegen haben wir uns hier im Video hingestellt und haben gesagt, na, wir glauben jetzt erstmal bis Juni Erholung rein. Und da haben wir auch schon gesagt, wichtig ist uns, dass eben bis Juni die Köpfe gedreht werden, dass die Leute nicht mehr so nach unten fixiert sind, sondern nach oben. Und dafür fehlt noch was. Deswegen, also wenn der DAX das jetzt versaut, das ist, macht sich das Leben damit auch schwerer. Wahrscheinlich besser sogar noch mal ein bisschen oben raus. Ein bisschen zur Seite, einfach noch mal 1, 2 Wochen zur Seite hier oben, dann mit Schmackes durch. Wir gucken mal, wir kriegen das hin. Vielleicht macht das auch so. Er hat jetzt hier einen Doppeltop stehen halt, ne? Das darf man auch nicht ganz ignorieren. Das ist bisher kaum erwähnt, also ich habe es zumindest kaum gelesen. Aber trotzdem, das sieht Tageschart muss man, also man muss schon sagen, wenn er jetzt fällt zum Mittwoch, hat er Raum bis schon 6:30 runter auch, ne? Hier jetzt eine grüne Kerze daneben zu stellen, das wird schwer. Das wird also aus der Tagesperspektive hier wird das schwer. Das sieht man auch nicht ganz so oft. Das ist eher so eine Kerzenkombi, wo noch eine rote oder zumindest mal ein Doji daneben kommt. Wir gucken mal. Das sieht jetzt eher nicht so gut aus. Muss ich schon sagen. Das sieht schon eher da aus, wie als verdödelt das ein bisschen nach unten. Deswegen, wir gucken uns einen Start an. Wir gucken uns an, was macht er hier, wenn er doch schwach reinstartet in den Bereich. Wenn er positiv bleibt, geben Sie dem Raum oben raus. Das ist eine gute Vorlage, um richtig los, also um mal wirklich Bewegung auch zu machen, Strecke durchzuziehen. Glaube ich schon. Wenn der sich gut gehalten kriegt im Mittwoch, hier oben einfach zur Seite halten. Das reicht vollkommen. Wenn er das macht, Freitag, Nachmittag, Abschluss nach oben, letzten 300 Punkte und bis dahin einfach nur rumeiern. Das reicht vollkommen. Ja, und dann schafft er das. Aber wenn er jetzt zum Mittwoch nach unten bröckelt, ich weiß es nicht. Das riecht schon wieder nach Versagen. Es riecht nach Versagen halt. Ne? Und hier, wo sind sie? Wo sind sie, die Käufer halt? Ne? Also hier waren sie nicht da zum Dienstag. Gut, Freunde. Ja, alles klar. Ich bin durch, bin gespannt ohne Ende, wie Flitzebogen, was wir hier morgen vorgelegt kriegen. Und wir gucken mal. Ich drücke Ihnen die Daumen, wünsche mal einen schönen Feiertag. Lass uns das viel Spaß auch. Größte Teil ist ja hier männlich von meinen Zuschauern. Schönen Männertag. Und den Damen ansonsten auch einen schönen Tag. Ich hoffe, Sie können alle irgendwo was machen. In Fünfergruppen. Also bei uns, also hier ist es so. Ich weiß ja nicht, wie es, ich glaube, es ist Deutschland, Bundesland, ihr Bundesland unterschiedlich. Ich wünsche Ihnen was. Schönen Tag, schönen Mittwoch. Versauen Sie sich nicht den Donnerstag. Überlegen Sie, denken Sie auch dran. Donnerstag gegebenenfalls hier das eine oder andere nicht handelbar. Und ja, soweit, so gut. Alles klar. Tschüss.